Ja, Anna, merci, dass du uns einen kleinen Einblick hinter die Kulisse gegeben hast, wie die ganzen Artikel so handhabt werden bei euch. Bitte schön. Und jetzt würde ich doch sagen, legen wir nochmal los mit dem Botshop und übergebe doch dir gerne das Wort dafür. Genau, ja, also auf der Botshop kommt ihr unter botshop.ch. Da kommt ihr eigentlich auf alle unsere Artikel. Da sind alle Fahrzeugmarken aufgelistet, wo es so Nutzfahrzeuge gibt, wo wir etwas dazu haben, plus Zubehör wie Ladungssicherungsartikel, Kisten, Koffer und so weiter, plus Betriebseinrichtung, die wir auch noch über den Shop vertreiben. Was man weiter sieht, sind eigentlich unsere Neuigkeiten, immer ein bisschen im Slide drin, die mobile Werkbank, plus individuelle Fahrzeugrichtung, wo man sich einen Termin kann online buchen kann. Dann die Ladungssicherungsartikel, die wir eigentlich auch wieder auf den neuesten Stand mit den neuesten Produkten von Bolt bringen. Plus eigentlich das Starterpaket 2022, wo eigentlich jetzt auch die neuen da sind und eigentlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Ja, sehr gut. Plus dann haben wir hier noch unsere Sale-Artikel, plus Bestseller, wenn ich immer am besten laufen im Shop. Jawohl. Ja, dann würde ich doch mal von der Startseite her sagen, es ist überschaubar, einfach gehalten, wo man den Überblick nicht verlieren kann. Genau, ja. Und ja, würde doch sagen, legen wir mal los mit dem kompletten Bestellvorgang, was man dazu braucht oder wie das eigentlich alles funktioniert. Also, als erstes tut man sich ein Login erstellen, das ist die Registrierung für den Botshop. Dann tut man sich da mit seinem Namen, Nachnamen, einer E-Mail-Adresse, die man dann noch später auch muss bestätigen muss, plus ein Passwort, das man sich gut kann merken kann. Und dann kann man sich da noch für den Newsletter anmelden oder abmelden. Also wenn Sie den Newsletter anmelden wollen, dann bekommen Sie ja immer unsere neuesten News über einen Monat und können dann so. Immer auf dem neuesten Stand gehalten Genau, werden. ja. Sehr gut. Gut, dann würden wir das Konto mal erstellen. So, dann sehen wir jetzt, dann sind wir jetzt im Kundenbereich. Innen, wenn man jetzt wieder zurück auf die Startseite will, kann man da oben aufs Logo drücken. Und dann sind wir da eigentlich wieder auf der Startseite mit allen Fahrzeugmarken. Jawohl, sehr gut. Ja, ich sehe jetzt gerade, der Shop ist sogar in zwei Sprachen verfügbar. Dem Genau, ja, wir Deutsch und Französisch. Also Französisch kommt dann auch bei uns bestellen. Ah, sehr gut, okay. Ja, dann würde ich doch sagen, ich hätte jetzt angenommen, mal als beispielsweise ein Ford Custom, wie müsste ich denn jetzt vorgehen? Genau, dann gehen wir auf den Ford. Dann sehen wir eigentlich alle Fahrzeugmodelle, die es gibt in der Nutzfahrzeugbranche von Ford, vom Connect über den Courier bis zum Transit, der grösste. Und wenn wir im Custom, dann gehen wir doch jetzt mal auf den Custom hier. Und dann sehen wir eigentlich schon einen Filter. Du hast ja gesagt, ein L1 hast du, gell? Genau. Die Höhe ist auch ein H1. Genau. Und ist ein Frontantrieb. Ja, und hinter Vetter Der Heckklappe. Heckklappe, dann kann man natürlich Genau. da auswählen. Und dann kommen wir eigentlich schon zu den ganzen Produkten, die verfügbar sind zu dieser Fahrzeugkonfiguration über Bodenplatte, Wandverkleidung inklusive Heckklappe und Schiebetüren, plus unsere Dachträger und Lastenträger für MTS, die wir haben, oder? Ja. Du hast gesagt, du hast Dachträger, gell? Genau, ich habe es gedacht, ich habe immer lange Sachen zu Ja. transportieren. Ein Dachträger würde sich super anbieten bei mir. Also. Dann schauen wir doch mal, was für ein Dachträger für dieses Heckklappenmodell wäre. Das wäre eigentlich genau der für die Heckklappen, oder? Ja. Und eigentlich über den Filter schon direkt zum richtigen Bauteil kommst, oder? Also, wenn man es richtig filtert, kann man eigentlich gar nicht viel falsch Nein. machen. Ne? Dann sind wir hier Produkte, dann sind hier alle Produktinformationen von der Größe vom Korb, plus was alles drin ist, dass er Aluminium ist, auch zum Ganzen, oder? Und da sehen wir noch Bewertungen. Und da haben wir noch so ein bisschen Zubehör, die noch dazu können passen. Jawohl, sehr gut. Ja, der spricht mich doch vom Bild her schon mal super an und wird auf meinen Kasten gut aufpassen. Ja, glaube ja. Wie ist es jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Laie mit Montieren her weiß, wir sind direkt, okay, wie geht denn das? Ist es für mich einfach? Muss ich da was Spezielles beachten? Am besten gehst du eigentlich auf unsere Website, wenn du den Dachträger hast, unter Montageanleitung. Und dann hast du eigentlich wie bei einem IKEA-Möbel, siehst du, wie du es montieren musst,
zusammenstecken, zusammenschrauben und wird nachher auf den vorgefertigten Lastenaufnahmepunkt, das Fahrzeug so schon vor Bord hat, ja, montiert. Also es muss nicht Bord werden, sondern es wird auf den Originalaufnahmepunkt montiert. Das ist ja noch benutzerfreundlich. Dann genau, ja, das ist relativ schnell und einfach montiert. Ja, dann kann ich das eigentlich super ausdrucken und zur Montage dann einfach beilegen. Genau, ja. Sehr gut. Ja, dann würde ich doch den so gern bestellen. Also, dann können wir ihn hier im Warenkorb tun. Dann sieht man schon, dass es hier oben aufploppt. Wenn man da drüber fährt, sieht man, dass man einen Dachträger hat. Dann kann ich gerade zur Kasse gehen. Und dann tun wir da eigentlich seine Adresse, alles eingeben. Das wird noch gespeichert. Das muss man nicht noch das zweite Mal eingeben. Einfach so, dass es ankommt, oder? Mhm. Wir bestellen das jetzt gerade zu uns. Alle Angaben angeben, oder? Ja. Es ist auch noch gut, dass man es einmal eingeben muss und nachher ist es genau, gespeichert. Genau, man muss es gespeichert. Man kann mehrere Adressen erfassen, auch wenn man es mal alles anders liefern. Ja, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, falls man mal eine Änderung hat. Genau, ja. Dass man es direkt wo anliefern will. So, dann haben wir hier noch Anmerkungen, die rein tun, wie Kommission oder sonst irgendwelche Anmerkungen, dass wir noch etwas beilegen oder so. Ja, ja, okay. Dann sehen wir eigentlich nochmal eine Bestellung im Übersicht. MTS Dachträger fort, Kasse mit dem Preis, der Versand, Abholung vor Ort, was zugeschickt werden sollte. Dann sehen wir dann nochmal den Gesamtpreis und dann sehen wir dann nachher die Zahlungsart, die wir haben. Oder? Also ja, wir können mit Twint zahlen. Ja, das ist einfach eine gute Möglichkeit, falls man schnell gehen muss, ist es mit Twint. Ja. Eine einfache Sache, die man doch gerne mal nutzt. Genau, mit Twint geht es immer schnell und einfach, dass das gut durchkommt. Ja. Ja, sehr gut. Dann würde ich doch den so ordern. Gut, dann bestellen wir dich da den. Wie ist es denn jetzt? Bekomme ich den nochmal per Mail Bescheid? Oder wie ist der Ablauf? Ja, eine Auftragsbestätigung vom Shop, dass ihr das bestellt habt per Mail. Und dann, wenn ihr es abholen, bekommt ihr das Telefon, ja, dass es zur Abholung bereit wäre. Und sonst wird es auch gemeldet, es geht jetzt aus, es wird verschickt. Ja. Mit Lieferdatum in dem Fall. Genau, und wenn du jetzt denkst, du kaufst dir jetzt in einem halben Jahr nochmal das gleiche Auto, kannst du da eigentlich nachher deine Bestelldetails eigentlich immer wieder von erneut bestellen gehen. Ja, also heisst es denn, ich muss ihn nochmal alles auswählen, wenn ich jetzt nochmal einen Kasten genau in dem Format besorgen will, dann könnte ich direkt mit einem Klick nochmal eine ordern. Ja, genau, nochmal eine bestellen. Ja, sehr gut. Ja, jetzt angenommen, man weiß ja nie, vielleicht passt er mir jetzt doch nicht so ganz oder er hat vielleicht einen kleinen Mängel. Wie ist es mit der Retour? Wie ist es von der Handhabung her? Das ist eigentlich ja ziemlich einfach. Man geht auf sein Kundenkonto. Mhm. Und dann da unter Bestellungen. Dann sehen wir, dass die Bestellungen, die wir gemacht haben, die wir heute gemacht haben, ist abgeschlossen. Dann kann ich hier auf den Retourenantrag erfassen. Ja. Dann sehe ich hier noch meine ganzen Daten, die ich angebe, plus natürlich den MTS-Dachträger zurückschicken, wenn er jetzt zum Beispiel beschädigt ist. Mhm. Dann kann ich hier noch schreiben, bitte um Umtausch. Und dann kann man den hier erfassen. Und dann bekommt man aufs Mail, das man angegeben hat, die PDF, die man ausdrucken und draufkleben und dann ist das so erfasst. Also eine gute Sache, muss man eigentlich gar nichts per Hand noch viel mehr ausfüllen. Ich tue es einfach nur ausdrucken, kannst direkt aufs Paket kleben und zum Versand wieder zuschicken. Genau, ja. Sehr schön. Ja, das sind noch viele Möglichkeiten. Jetzt habe ich mal einen Dachträger gesehen. Du hast jetzt noch Zubehörpunkte gesagt. Wie ist denn da der Aufbau von den Zubehörpunkten? Ja, jetzt können wir da wieder auf die Startseite zurückgehen. Unser Zubehör. Mhm. Da findet man eigentlich schon diverse Runden um Fahrzeuge, wie das Car Office. Ja. Und andere Sachen, die nützlich sind, Koffersystem. Dann MTS-Zubehör wie Ringösen und Anstellleiter und so weiter und so fort. Ladungssicherungsartikel, Kleiderboxen, Botboxen, Elektroartikel und Perfomaterial. Ja, wie ist es jetzt, wenn man zum Beispiel von Fahrzeugeinrichtungen gibt es auch Möglichkeiten, wo man Gesamtpakete auswählen kann? Oder wie läuft denn das ab, wenn ich jetzt ja, was fürs Innere will, nicht nur
die Grundaufbauten. Da gibt es zum ersten Mal eigentlich das Starterpaket, das wir haben, oder? Ja. Die gibt es einmal im S für die kleinen Transporter wie ein Peugeot Partner, diese Grössen, Ford Connect, Ford Courier, dann gibt es dem, das sind für die ganzen VW T6, Ford Transit Custom und so weiter und so fort. Und dann gibt es da noch für die grossen Fahrzeuge wie ein Opel Movano oder ein Peugeot Boxster, ja, und dann Ford Transit, dann eigentlich schon fixfertige Einrichtungen, die man da inklusive Montage schon kann posten. Ja, also heisst es, wenn ich jetzt sage, okay, Starterpaket M würde man zusprechen, tut das Ganze mal abschließen. Wie läuft es dann ab mit inklusive Montage? Genau, nachher nehmen wir Kontakt mit ihnen auf und dort den echten Montagezeitpunkt dann fixen und dann kann ich das Auto vorbeibringen und dann wird das montiert. Okay, ja, sehr schön. Ja, jetzt haben wir doch schon mal einen super Einblick eigentlich gekriegt. Vielleicht noch ganz kurz Betriebseinrichtungen hast du auch noch angesprochen gehabt. Genau, ja. Da gibt es in dem Fall auch verschiedene Werkschränke, oder wie sieht denn das da aus? Ja, da gibt es einen Hängeschränk, wo man eigentlich nachher über Werkbänke tun, Schränke. Und da haben wir jetzt eigentlich auch mittlerweile ziemlich viel im Shop aufgenommen. Also heisst es, da könnte man eigentlich eine ganze Werkstatt oder Garage für sich damit. Genau, ja, mit Schubladen oder zusätzliche Artikel, wo man die bestellen kann in verschiedenen Farben. Ja. Sehr gut. Ja, dann ist das doch schon mal ein super Einblick gewesen, wie das vom Aufbau her ist. Ich merke, es ist eine einfache Sache als Endkunde, das Ganze zu nutzen. Was sind denn aber so die Vorteile, wo du mir sagst, okay, bestell es über den Botshop, das sind deine Vorteile? Also deine Vorteile sind zum Ersten, dass wenn du über den Botshop stellst, dass du 2% Online-Vorteil hast. Mhm. Das heisst 2% am Rabatt, weil wir weniger Aufwand haben. Ja. Und dann gibt es ab 3 Produkten, von einem 3 bestellst, gibt es da zusätzlich 3% Mengenrabatt. Das heisst, du kannst dir dann eigentlich, wenn du 3 vom gleichen bestellst, 5% Rabatt sicher über den Webshop. Und ab 600 Franken gibt es Franko-Lieferung, das heisst, wir schicken es gratis zu dir heim. Ja, ja. Und ja. Ja, und von der Handhabung her ist es für mich natürlich dann ja, auch noch recht simpel, für die Vorteile, die ihr uns noch als Endkunden bietet. He? Genau, ja. Super! Nein, dann würde ich doch sagen, Alain, danke vielmals, dass du uns das so ausführlich erklärt hast. Wir sind Team und danke vielmals, ja. Bei weiteren Fragen, gehe ich davon aus, sind ihr trotzdem telefonisch erreichbar? Genau, ich bin telefonisch eigentlich immer erreichbar unter 056 268 7277 oder unter sales@bot.ch. Ja, dann hoffen wir, dass es nicht zustande kommen wird, aber falls was ist. Wenn du Frage hast, Leute schon geniert an. Dann rufe ich ungeniert an. So machen wir das. Die gut, Team und danke für's. Schönen Tag. Alles gut.